Willkommen, Freunde, zu einer kleinen Runde Mario Maker. Wir haben diesmal nicht nur ein Level, sondern eine... Eigentlich habe ich ein komplettes Spiel quasi von Mario zugesendet bekommen. Aber das würde den Rahmen eines Videos, glaube ich, sprengen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir schauen uns mal, je nachdem, wie es zeitlich passt, die erste Welt einfach mal an. Und ja, das war's eigentlich schon. Warum sollte man da eigentlich nicht mehr rein? Okay. Nette Idee, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz, ne? Wenn das wirklich deine Intention war, oder was sollte man da wirklich tricksen? Naja. So, oh, ein Yoshi gibt's auch noch oben drauf. Ich wollte eigentlich den nur fressen hier. So. Hoppla. Bär. Bär. Ich wollte den Gumba fressen. Na ja, gut. Soll die Wolke mir anzeigen, dass da... was? Achso, hab ich die Münze gerade gefressen? Ohne dass ich das gecheckt habe? Ja, Tatsache. So. Soll die Wolke mir echt anzeigen, dass ich da das Springboard hinsetzen soll? Okay. Zack. Hoppala. Nope. So, oh, eine Fliegecappy. Warum auch nicht, wa? Dein Ernst? Kommst du da noch nachträglich raus, ja? Ah, bäh. Bin mal gespannt, der Weltrekordhalter hat. Eigentlich nur 20 Sekunden für dieses, für diese Welt gebraucht. Okay. Ja gut. Ich habe den letzten das letzte Ding nicht gefunden. Ja. Ich schätze mal, hier wird es sein, oder? Na, Tatsache. Gefunden. So, da frage ich mich, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Ja, gut. Aber jetzt irgendwie nicht so belohnt, wie ich eigentlich dachte. So, das zweite Level steht an. Mal gucken, ob du... Ich kann auf jeden Fall keine Power-Ups mitnehmen, wa? Das ist jetzt nicht originalgetreu. Nee, Spaß. Okay. Eigentlich wollte ich testen, ob die Röhren irgendwas mit sich bringen. Nö, nee, scheinbar nicht, außer Schmerzen. Ups. So, jetzt aber. Ist das echt ein Hinweis, dass ich in die eine Röhre kann, oder soll das mich abschrecken, die Röhre zu testen? Okay, das ist ein Hinweis. Okay. Bisschen hochklettern? Kein Problem. So. Ganz gemütlich. Okay. Das scheinbar in jedem der Levels. Der hat mich zerquetscht. So. Okay. Jetzt hast du mich diesmal nicht zerquetschen können. Dann schauen wir jetzt mal hier weiter. So. Ach, da sind mehrere drinne. So läuft also der Hase. Okay, die sind so schnell, dass ich wirklich nur mit dem Damage-Buffer da theoretisch hin könnte. Ja.
Okay, das wird, glaube ich, nichts. Zumindest nicht ohne entsprechendes Power-Up. Okay, ignorieren wir mal die Tatsache. Oh, entsprechendes Power-Up. Ob ich jetzt da hinten hingehen will? Ich weiß nicht. Soll ich es tun? Oder soll ich es ignorieren? Okay, eigenartige Röhrenkonstellation. Na, komm nochmal her. Okay. Aber das da unten sieht nicht gerade so schön aus. Was ist da hingezaubert? Achso. Okay, eine fehlt noch. Kettenhund. Okay, scheinbar sind echt... Hoppala. Na gut, gehen wir doch mal gucken. So. Oh, schade. Och, ich bleib rechts. Ein Rechtshänder. Das ist so meine gängigste Wahlweise dann in dem Hinsicht. Also... Schön und gut, dass man am Ende nochmal Power-Ups kriegen kann, aber ich meine ja nur, es ist Ende des Levels und klar, wenn es eine richtige Welt wäre, wäre das natürlich eher was, aber in Mario Maker ist es halt so ein bisschen, ja.